Hallo meine Lieben, willkommen zum zweiten Teil meines Make-up-Declarings plus Schminksammlung. Ja, wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, dann klickt auf jeden Fall am Ende des Videos im Abspann auf die Verlinkung. Da findet ihr dann den ersten Teil bzw. auf meinen Kanal. Gebt auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, aktiviert das Glöckchen, folgt mir auf Instagram und TikTok. Und dann würde ich sagen, los geht's mit dem zweiten Teil. So, ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal bei den Lippenstiften weiter, Lippenprodukte, weil davon habe ich mehr als genug. Ich habe doch hier noch was zugeschickt bekommen. Jawoll. So, beautiful. Die XXL NYX Lingerie Lippenstifte, die, glaube ich, bis zu 16 Stunden halten, in wunderschönen Farben. Hab's schon ausprobiert. I love it. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal alle Lippenstifte, die ich habe, ausräumen und hier hin platzieren und neu einordnen, weil das ist ein einziges Chaos. Also hier fehlen noch die Liquid Suede Lippenstifte von NYX. Die sind aber da hinten drin. Also das ist quasi noch nicht alles. Ich habe ein Problem. So, ich werde das jetzt folgendermaßen sortieren. Ich habe hier ein so ein großes und zwei kleine, die sind sogar gleich groß. Und am meisten habe ich tatsächlich Liquid Lipsticks. Dann sind da noch so ein paar Lipglosse dabei und so Lippenstifte, also richtige Lippenstifte, habe ich am wenigsten. Deswegen denke ich mal, werde ich hier Lipglosse, hier Lippenstifte und das große Liquid Lipsticks reinmachen, weil davon habe ich halt wirklich einfach am meisten, weil ich die auch am liebsten mag. Von den Liquid Suede Lippenstiften habe ich alle, glaube ich. Aber die liebe ich so sehr, dass ich die auf keinen Fall aussortieren werde. Fangen wir an mit dem Lip Lingerie. Das sind ja Liquid Lipsticks. Und genau, die werde ich dann einfach mal hier anfangen einzuordnen. Natürlich auch schön nach Zahlen, nach Nummern. Ich mache erstmal die Lippenstifte, die NYX Suede Matte Lipsticks. Haben wir jetzt hier schon mal alle Suede Matte Lipsticks und Elfriede. Hallo! So, als nächstes haben wir hier die Soft Matte Lip Creams. Die Soft Matte Lip Creams haben einfach genau zwei Reihen eingenommen. Das ist so befriedigend. Das glaubt ihr jetzt gerade gar nicht. Wahnsinn. So, mit was machen wir denn weiter? Genau, die Metallic, die habe ich da hinten sowieso schon zusammengestellt. Dann können wir damit auch gleich weitermachen. Genau, die stehen jetzt einmal hier hinten. Dann haben wir jetzt einmal diese Shine Loud Lipglosse. Shine Loud Liquid Lipsticks. Davon habe ich 6 Stück, die habe ich mir neu gekauft. Das sind zwar Liquid Lipsticks, aber da die auch ein Gloss hinten dran haben und ich definitiv sonst nicht alle Liquid Lipsticks wirklich in die Palette für Liquid Lipsticks reinbekomme, werde ich die jetzt zu den Lipglossen tun. Und die passen perfekt rein. So, dann werde ich jetzt erstmal hier alle Lipglosse zusammenräumen, die ich hier so finden kann. Das sind jetzt alle meine Lipglosse, glaube ich. Und da haben wir ein paar von Make-up Factory, die können wir mal zusammentun. Die Heilschein Lipglosse. Und die werde ich so, glaube ich, auch behalten, weil die echt toll sind. So, das hier sind so zwei Lip Oils, die waren, glaube ich, in der Glossy Box. Einmal von Kinder Beauty
und Steve Laurent und die färben so die Lippen so ein bisschen pink ein. Und das sind zwei Stück und die passen halt perfekt hier noch rein. Deswegen werde ich die einfach direkt hier mal reinstellen. Weil die ja auch vom gleichen Typ sind. Why not? Jetzt haben wir hier noch drei von Müslin. Und ach, ich weiß nicht. Nee, die mochte ich eigentlich auch sehr gern. Ich glaube, die behalte ich alle. Dann haben wir hier ein Butter Gloss von NYX. Das ist super schön. Das lasse ich dann auch gleich mal hier. Und dann haben wir hier noch zwei von Huda Beauty. Das ist eigentlich ein Liquid Lipstick. Metallisch. Metallisch. Das ist ein metallischer Liquid Lipstick. Dann werde ich ihn hier gleich mal zu den Metallic Soft Metallic Lip Creams stellen, weil dann gehört er da auch hin. Und dann habe ich hier noch zwei freie Plätze und ich habe hier zwei Plumping Lip Glosse. Einmal von Essence und einmal von Too Faced. Und dann werde ich die nämlich hier mit reintun. Genau, dann habe ich hier noch einen Lip Gloss Lip Strobe von Huda Beauty und einen Lip Lacquer von NARS. Und dann packe ich die einfach hier mit rein. Und dann haben wir hier einmal nur Lip Glosse. Ich habe hier noch die Powder Puff Lippies von NYX. Und die hatte ich immer bei meinen Liquid Lipsticks mit drin. Allerdings ist das Teil jetzt schon so voll, ich werde das niemals mit da reinbekommen. Und eigentlich sind die ja auch eher... Die sind ja nicht Liquid, die sind ja mit so einem Schwamm dran. Und da würde ich die, glaube ich, eher noch zu den Lippenstiften tun. Die Powder Puff Lippies sind auch gut eingeordnet. Jetzt sieht das gar nicht mehr so schlimm aus. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme mir alle Lip Balms zur Hand, die ich habe, weil die würde ich nämlich auch bei den Lippenstiften mit reinhauen. So. Oh nein, hier ist ja noch einer. Ein Metallic Lip Gloss. Und das ist die 01. Jetzt darf ich alles, was ich da eingeordnet habe, wieder nach hinten setzen. So, das sind jetzt meine Lippenpflegeprodukte, die ich so habe. Die Baby Lips, die sind zwar schon recht alt, aber die liebe ich so. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Die behalte ich auf jeden Fall. Ja, der dürfte schon recht alt sein. Ich glaube, der ist auch schon recht alt. Ich habe sowieso im Spiegelschrank im Bad noch so eine Bienenwachs oder irgendwas Pflege, die ich mir jeden Morgen drauf mache. Von daher brauche ich den jetzt nicht unbedingt, deswegen haue ich den jetzt weg. Sonnenschutzfaktor für die Lippen. Der hier ist schon bestimmt Jahrzehnte alt und ich habe den kaum benutzt. Und den hier habe ich relativ neu in der Glossy Box, war der drin im Juni, glaube ich. Deswegen schmeiße ich den weg. Hier haben wir zwei Lip Peelings. Und das hier ist so ein, ja, Lip Balm. Mit Salicylsäure ist es, glaube ich, was abgestorbene Hautschüppchen entfernt. Aber ich habe die Vermutung, dass das schon sehr alt ist. Ich habe das geliebt, das Produkt wirklich. Und ich glaube, ich habe es mir auch mal nachgekauft. Ah, nee, das riecht schon sehr... Wenn es das noch gibt, werde ich mir das nachkaufen. So, und ich glaube, das Lippenpeeling tue ich hier noch in diese besondere Ecke da, wo die Foundation Mixer drin sind, Frag und meine Pigment Primer und der Lippenprimer, weil das ist ja auch irgendwie zum Lippenprime, von daher glaube ich, dass es da gut reinpasst. Jetzt habe ich hier noch vier Lippenstifte. Zwei davon sind von Makeup Factory, einer von Müslin und einer war, glaube ich, mal in der Glossy Box drin, so ein roter. Also die von Makeup Factory sehen schon ganz schön ranzig aus. Ich glaube, die schmeiße ich weg. Der von Müslin irgendwie auch. Eklig. Ja, ich habe sowieso nur noch einen Platz frei, von daher behalte ich den, glaube ich, weil der ist noch der neueste. Die Meet Matte Hughes. I don't know. Da fehlt, glaube ich, schon einer. Aber das sind, glaube ich, meine ältesten Liquid Lipsticks und die habe ich mal bei dem Gewinnspiel gewonnen. Da bin ich das erste Mal so ein bisschen zu High-End Make-up gekommen und ich habe die so geliebt, aber also die habe ich bestimmt schon, also richtig lange, na, 7 Jahre vielleicht, aber also die sind definitiv abgelaufen. Und tschüss. Was haben wir denn hier noch alles? Die Tinted Lip Balms von ColourPop und
Animal Crossing. Die werde ich aber auch so lassen und jetzt nicht irgendwo einordnen, weil ich dafür hier eh keinen Platz mehr drin habe. Und die Verpackungen sind einfach viel zu süß, als dass ich die da rausnehmen könnte. Deswegen werde ich die hier einfach so mit hinstellen. So, der Rest sind jetzt eigentlich nur noch Liquid Lipsticks. Da habe ich hier noch drei von Makeup Factory. Und die drei sind eigentlich alle richtig geil und deswegen behalte ich die auch auf jeden Fall. Der hier ist von Anastasia Beverly Hills, den habe ich schon seit Jahren. Und den habe ich anfangs auch gar nicht so gerne benutzt, weil der irgendwie recht trocken war auf den Lippen und so schuppig. Und der ist, also den habe ich vom Kleiderkreisel mir mal gekauft und der war damals schon benutzt. Der kommt definitiv weg. Und hier habe ich noch einen ganz, ganz alten Lip Lingerie Lipstick von NYX. Und die Farbe ist zwar mega geil, aber ich habe ja jetzt andere Lingerie Lipsticks und die sind auch so ähnlich. Und deswegen kommt der auch weg, weil der ist einzeln und alt und das lohnt sich nicht. So, dann habe ich hier die Glitter Gold Liquid Lipsticks von NYX und die sind extrem geil. Deswegen behalte ich die auf jeden Fall auch alle. Noch eine 01? Oh mein Gott! Das sind keine Glitter Gold Liquid Lipsticks. Das sind die Cosmic Metals. Oh mein Gott! Die sind ja alt. Die habe ich bestimmt vor 6 Jahren gekauft. Die sind aber definitiv auch abgelaufen. Elfriede, was treibst du hier unten, Mausibär? Elfriede, was suchst du denn? Baby? Ja, und schön am Stativ abstützen, das kann ich leiden. Ach, Baby. Baby! Ja, du! Und dann habe ich noch einen und zwar von Jeffree Star und den behalte ich auch auf jeden Fall. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, hier 5, 6, 7. Ja, die müssen da aber rein. Ich meine, die drei könnte ich theoretisch noch bei den Lipglossen reintun und den hier auch. Diesen Liquid Matte Lipstick von Huda Beauty, den nehme ich einfach nicht. Und theoretisch müsste ich noch einen von den Liquid oder von den Metallic Lip Creams zumindest aussortieren, weil die benutze ich ja auch nicht so oft und dann würden die beiden reinpassen. Nee, komm, den sortiere ich aus, den verschenke ich. Pinke Metallic Lip Cream, also pinken Lippenstift stehe ich sowieso nicht so. Nee, dann sortiere ich den pinken noch aus, den könnte ich sogar noch verschenken oder so. Und dann passt da auch alles rein. Perfekt. Hier ist jetzt nur Lipgloss, außer die vier hier. Das sind Liquid Lipsticks, aber das beachten wir jetzt mal gar nicht. Colourpop Liquid Lipsticks mit den Lingerie, dann die Metallic Lip Creams, dann die Glitter Golds und dann die Soft Matte Lip Creams. Hier die Powder Puff Lippies, dann die Suede Matte Lipsticks und Lip Balm, Sonnenpflege und noch einen Lippenstift. Dann haben wir doch das Lippenstift-Dilemma auch gelöst. Zeige ich mal, hier hinten habe ich noch meine Suede Matte Lip Creams. So, aber die werde ich definitiv alle behalten. Was als nächstes? Mascara. Das sind alle meine Mascaras. Die waren mal beide in der Glossybox drin. Wurf der Halbmascara zweimal in schwarz waterproof. Dann hier bunte Wurf der Halbmascaras. Die Perversion Mascara von Urban Decay. Und eine extrem geile von Essence. Die von Mala Kadar, die war eigentlich noch ganz nice. Ich glaube, die behalte ich. Die Plum and Poppy, die war gar nicht so geil. Die hat zwar schon so ein coolen Bürstenkopf, aber also die macht mit den Wimpern alles außer Plum und Poppy. Ich habe damit absolut keinen Unterschied bei meinen Wimpern gesehen, außer dass die halt einfach ein bisschen dunkler sind, aber jetzt halt auch nicht tief schwarz. Naja, aber die macht eigentlich schön feine Wimpern. Ach, ich behalte sie mal noch. Die Waterproof Worth the Hype Mascara habe ich jetzt zweimal, einmal in alt, einmal in neu. Die neue behalte ich auf jeden Fall, die alte haue ich weg. Die bunten Worth the Hype Mascaras sind, denke ich, alle eingetrocknet. Jawohl. Eine lilane, eine braune und eine blaue. Leider Gottes sind die alle eingetrocknet. Ja. Dann kommen die leider auch alle weg. Und die ich noch behalte, sind einmal die Mala Kadar, Plum and Poppy, auch wenn sie jetzt nicht so viel bringt, aber die macht feine Wimpern und ja, mal so als Ersatzmascara, falls alle anderen alle sind. Die neue Worth the Hype Waterproof Mascara. Die Default Lashes Mascara von Essence finde ich extrem geil und deswegen behalte ich die. Und die Perversion Mascara von Urban Decay auf jeden Fall auch. Oh, ernsthaft? Ich habe jetzt gerade noch ein Lip... Ich habe jetzt gerade noch ein Soft Matte Lip Cream gefunden. Nachdem ich alle perfekt passend hier eingeordnet habe, ich raste aus.
Warte mal, die 09 Abu Dhabi, aber die habe ich davor mit eingeordnet. Ah ja, na klar, die habe ich zweimal. Tatsächlich. Die Abu Dhabi habe ich tatsächlich zweimal. Weil ich die, glaube ich, einmal bei den Face Awards bekommen habe. Und einmal als PR-Paket geschickt bekommen habe. Die Frage ist jetzt nur, welche davon ist die neue? Freut mich. Man merkt, dass ich total müde bin. Ich habe gerade versucht, an den Lippenstiften zu hören, welche schwerer ist. Ich glaube, nach den Lippenstiften ist bei mir hier Schluss. Also bei den alten steht überall so MF irgendwas drauf. Und bei der neuen steht jetzt C drauf, also wird die neue sein. Die Eyeliner schaffen wir noch. Also das sind meine Eyeliner, die ich so täglich benutze. Ich habe noch Eyeliner von NYX in verschiedenen Formen. Die sind immer hier drin. Die benutze ich so für Bodypainting und so. Und die behalte ich auch, weil die sind echt praktisch. Die schwarzen Eyeliner erstmal. Ich habe hier einmal so einen dicken. Der ist wie so ein Filzstift. Ist eigentlich ganz witzig. Und den behalte ich, glaube ich, auch mal noch. Weil den habe ich fast gar nicht benutzt. Mein Klinik-Eyeliner, den behalte ich auf alle Fälle. Der Black-Off-Eyeliner von Mistlin ist auch richtig nice, den behalte ich auch. Der von Makeup Factory, der Liquid Eye Designer, den habe ich geliebt. Aber ich glaube, der ist mittlerweile so alt und eingetrocknet und klumpig, den haue ich weg. Jetzt habe ich hier zwei braune. Einmal den Epic Ink Liner in Braun und einen von Maybelline in Braun. Ich glaube, der Epic Ink, der schmilzt, ja, der ist irgendwie... Der malt eigentlich noch schön. Der läuft halt irgendwie nur aus. Ja, der malt echt noch sehr schön. Aber irgendwie läuft der aus. Ich weiß nicht. Aber solange der noch malt, muss ich ihn halt einfach nur mit der Spitze nach oben reinstellen. Dann behalte ich den von Maybelline aber auch, weil der ist noch recht neu. Den weißen Epic Ink Eyeliner von NYX. Der ist auch noch sehr neu. Den habe ich erst gekauft. Den behalte ich auch. Diese zwei Glitter-Eyeliner hier von NYX, die habe ich, glaube ich, auch schon seit den Face Awards, aber die sind halt so nice, die behalte ich auf jeden Fall auch. Und die Vivid Brights, ich glaube, die gibt es so gar nicht mehr. Das sind jetzt die Epic Wear Eyeliner, die gibt es, glaube ich, auch in bunt. Aber ich bin eh noch auf der Suche nach bunten Eyelinern, die gut sind. Die sind es nicht. Definitiv nicht. Aber ja, ich gucke jetzt einfach mal, welche davon schon eingetrocknet sind, die haue ich weg und den Rest behalte ich erstmal noch, bis ich bessere bunte Eyeliner gefunden habe. So, die hier von Poudrier, ich weiß nicht, das habe ich mal auf Instagram gesehen, aber die sind irgendwie gar nicht so geil. Also, ja, die gehen schon, aber irgendwann sind die halt auch durch. Aber also halt auch ziemlich schnell. Ich behalte die mal noch, bis sie leer sind. Der weiße hier, das kann man ja direkt vergessen, ey. Der weiße ist fast durchsichtig, ist richtig dämlich, den haue ich weg. Aber die trocknen auf jeden Fall nicht so hart wie die von NYX. Ja, die behalte ich mal noch. So, und ich denke, an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Feierabend und sage bis morgen. Bis morgen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich bin ausgeschlafen. Genau, das Einzige, was jetzt auf dem Schminktisch hier oben noch fehlt, sind meine Kajalstifte. Aber ich glaube, da werde ich gar keine ausmisten. Ich werde die einfach nur neu ordnen. Genau, das sind jetzt meine ganzen Kajalstifte. Das sind von NYX die 4 Blacks. Also quasi dunkel und verschiedene Farben. Das sind die 4 Whites, helle pastellige Farben. Hier haben wir einfach einen ganz normalen weißen Kajalstift, einen ganz normalen schwarzen Kajalstift. Das sind bunte Kajalstifte von verschiedenen Marken, also beziehungsweise eigentlich Essence und Makeup Factory. Und hier haben wir metallische Kajalstifte von NYX. Und die werde ich jetzt einfach, also ich werde davon keine aussortieren, sondern einfach nur hier neu einordnen. Marke und Farbe geordnet. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit hier oben. Heißt, das nächste wäre... Oh.
habe gerade noch zwei Kajalstifte gefunden. Heißt, das nächste ist der Rollcontainer. Und da wir jetzt noch ein freies Fach haben, weil ich meine Lidschattenpaletten ja in ein Regal geordnet habe, können wir da bestimmt auch ein bisschen was umsortieren. Also ich habe mich mal ein bisschen weiter runter geholt. Einen besseren Blick auf den Rollcontainer werden wir jetzt nicht bekommen. Ich würde sagen, ich fange einfach mal oben an. Und hier sind nämlich nochmal Eyeliner für so Face Paint und Body Paint tatsächlich. Aber die werde ich definitiv alle behalten, weil die brauche ich ja auch für Face Painting und so weiter. Aber ich denke mal, die werde ich ein bisschen besser einordnen. Hier habe ich meine ganzen Jumbo Eye Pencil. Die habe ich auch noch von den Face Awards, einige davon habe ich auch noch gar nicht geöffnet. Aber da ich die auch bei Face Paintings und so weiter immer gut gebrauchen kann, werde ich dann natürlich auch alle behalten. Das Fach hier ist voll mit Wimpern. Und also das sind halt alles Wimpern. Und ich habe hier halt überall noch mehr Wimpern liegen, weil ich die da einfach alle nicht reinbekomme. Ich glaube, ich werde davon auf jeden Fall ein paar aussortieren. Und hier oben haben wir ja noch ein leeres Fach, da werde ich auch noch ein paar Wimpern reintun. So, also die meisten Wimpern, die ich habe ich tatsächlich von den Face Awards von NYX, die Wicked Lashes. Dann habe ich hier noch einmal von Hatice Schmidt und Love Cosmetics, von Aylor, Ardell habe ich ein paar. Eine von BH Cosmetics, dann hier von Essence, die sind recht neu, aber die, also die sind hier gar nicht drin. Ich glaube, die liegen irgendwo im Bad. Dann habe ich von Alicia Marie und BH Cosmetics alle, und zwar doppelt. Von Heilish habe ich 4 Stück und von Naomi, John und Melody Lashes habe ich alle. Und ja, also ich denke, bei den Wicked Lashes werde ich die meisten aussortieren. Ich kann hier oben schon mal welche einsortieren. Und zwar werde ich, glaube ich, oben die von Naomi, John und Melody Lashes einsortieren, weil die sind, glaube ich, auch sogar noch am neuesten mit. Und die liebe ich auch total. Also ich trage nun wirklich nicht oft Wimpern. Und, aber wenn ich welche trage, dann tatsächlich am liebsten entweder die von Alicia Marie oder die von Naomi John. Und die passen auch perfekt, wunderbar. Die von Heilish werde ich auch alle behalten. Da habe ich einmal Kitty Eyes, Burn Baby, Love On und Shy Girl, die sind auch süß. Die haben ein Fach für sich, genau. Machen wir mal weiter mit den von Alicia Marie und BH Cosmetics. Einmal After Midnight, die sind sogar noch komplett neu, die habe ich noch gar nicht getragen. Pinky Promise, die habe ich auch noch nicht getragen. 12 out of 10, die sind auch komplett neu. Und Flex, die sind auch neu, die habe ich bisher einmal getragen. Und ich weiß noch, ich habe mir die, glaube ich, alle nochmal nachgekauft, weil ich die für einen Videodreh genau die Wimpern nochmal brauchte. Und ja, diese Flex hier verloren gegangen sind. Die sind bestimmt irgendwo im Staubsauger gelandet. Und dann habe ich hier, beim ersten Mal habe ich Pinky Promise gar nicht mitbestellt, sondern nur die anderen drei. Aber 12 out of 10 und After Midnight von den alten Paaren, die werde ich, denke ich, noch 2-3 Mal tragen, weil die sehen eigentlich noch relativ gut aus. Tatsächlich. Die passen auch in ein Fach. Wunderbar. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Wicked Lashes. Oh Gott, das sind so viele. Das sind ungefähr die krassesten Wimpern, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die habe ich auch nur einmal getragen, und zwar für das Drag Queen Make-up. Die sind halt krass und deswegen behalte ich die auch noch. Die habe ich, wie gesagt, auch nur einmal getragen. Also die 01. Gucken wir uns die mal die 01 an. Ja, ich glaube, die werde ich aussortieren, weil also so geil sind die jetzt nicht, als dass ich da jetzt sagen kann, okay, da kann ich hier Platz verschwenden. Die sehen irgendwie so ein bisschen, die sehen auch nicht mehr gut aus, die habe ich schon oft getragen. Die 03 habe ich tatsächlich doppelt. Aber warum sehen die verschieden aus? Hier sind die so ein bisschen mehr reingeschnitten und hier sind die eher so gleichmäßiger. Ich glaube, die, wo so ein bisschen mehr reingeschnitten ist, die behalte ich, weil die finde ich irgendwie schöner. Obwohl das eigentlich die gleichen sind, total komisch. Und die verschenke ich, glaube ich. Die 4. Ja, nee, also, nee, die kann ich, glaube ich, guten Gewissens wegwerfen. Die 06, Sinful. Die sehen eigentlich noch gut aus,
Und die haben eigentlich auch eine recht schöne Form. Ich glaube, die behalte ich noch. Die 07 hatte ich, glaube ich, auch doppelt. Und da habe ich ein paar schon weggeworfen, weil die echt nicht mehr tragbar waren. Weil die fand ich eigentlich echt schön und die habe ich auch gerne getragen. Die sehen schon ein bisschen geiler aus. Die behalte ich auch. Die habe ich, glaube ich, auch noch nie getragen. Die 09. Ja, die sind auch echt schön. Die 010. Ja, also ich habe, glaube ich, bessere Wimpern, die auch so ähnlich aussehen. Von daher will ich die wegwerfen. Die 11. Die habe ich sehr gerne getragen. Aber die sind echt schon so auseinandergenommen, die schmeiße ich weg. Und die 12, die waren so ähnlich und die sehen auch noch ganz gut aus, deswegen behalte ich die noch. Ja, die habe ich auch richtig gerne getragen, die 21. Ich glaube, wenn man die ein bisschen sauber macht, gehen die auch vollkommen klar wieder. So, dann haben wir davon auf jeden Fall 5 weggetan. Ich denke, das ist schon gut so. Ich denke, die von Ardell, die waren zwar schön natürlich, aber die sind mittlerweile echt im Arsch. Die von BH Cosmetics habe ich auch gerne getragen, aber die sind jetzt auch langsam durch. Und die von Essence, die liegt noch irgendwo im Bad, die muss ich wieder einordnen, aber die sind noch recht neu, von daher behalte ich die auf jeden Fall. Und die von Hattie und die von Aloy, die sind auch noch recht neu und sehen auch noch gut aus, deswegen werde ich die auch behalten. So, jetzt haben wir hier ein leeres Fach. Aber ich glaube, in das leere Fach könnte ich tatsächlich mein Glätteisen und meinen Lockenstab reinlegen, weil die liegen hier einfach so auf dem Boden und das ist ätzend. Hier habe ich nämlich so einen mega dünnen Lockenstab, der ist richtig cool für so ganz kleine Locken. Und mein Glätteisen, was hier liegt, passt da auch noch rein. Mein GHD Gold Glätteisen und meine Piercing-Schachtel kann ich da auch noch mit rein tun. Jetzt haben wir hier unten noch 2 Schubladen, die voll mit irgendwelchen SFX-Sachen sind und die werde ich jetzt auch einfach mal alle rausräumen. Das sind die ganzen SFX-Sachen, die ich jetzt hier drin liegen hatte und da kann, glaube ich, einiges weg. Wir haben hier einmal so Sternchen, Glitzersteine, was das hier ist, keine Ahnung. Rote Steinchen. Na gut. Straß, ja, so weiter und so fort. Hier haben wir einmal Kleber, also Mastix und Mastix Inferno, Narbenfluid, Wundschorf, Kunstblut, das werde ich definitiv alles behalten. Modellierwachs und Flüssiglatex. Mit Modellierwachs, ich habe es einmal versucht, ich habe mich so dumm angestellt. Ich glaube, ich muss mir dann noch ein paar Tutorials angucken. Genau. Flüssiglatex, da ist noch einiges drin. Ich benutze es jetzt nicht so oft, weil ich halt in SFX echt nicht so gut bin. Da muss ich noch ein bisschen üben. Hier haben wir einmal, das habe ich mal für ein Headpiece gebraucht, so ein Silberspray. Das behalte ich aber noch. Wer weiß, wofür ich das noch gebrauchen kann. Ja. Fingernägel. Cremefarben. Tatsächlich benutze ich lieber wasseraktivierte Farben. Aber ja, ich würde mir, denke ich mal, noch so von Maron was bestellen. Wasseraktivierte Farben und was bunteres, weil damit komme ich echt besser klar. Ich habe hier einmal von Maron so schwarze wasseraktivierte Farbe. Die ist auch wasseraktiviert. Damit habe ich meinen Alien für die Face Awards geschminkt. Und die hier, das sind alles die Wifed Brights Cremefarben. Und die habe ich auch für die Face Awards bekommen tatsächlich. Und ja, die sind also seit 2019, ich hatte 2019 für die Face Awards wirklich richtig krass benutzt, aber ich glaube, die sind echt alle eingetrocknet. Die haben schon beim letzten Mal gar nicht mehr gut funktioniert. Und die habe ich noch zu 2 Neon-UV-Farben. Die habe ich auch für mein Alien benutzt. Aber ich glaube, die kann ich echt alle weghauen. Mal schauen. Dann werde ich, denke ich mal, hier erstmal dieses richtige SFX-Zeug. Hier das alles, das Latex, Wachs, Kolodium, Blut und alles werde ich hier schon mal in so eine mittelgroße Sache rein sortieren. Und diese ganzen Cremefarben hier, die werde ich alle behalten, weil die funktionieren ja auch noch ganz gut. Clown White. Ich glaube, da bin ich mal mit Watte reingegangen. Aber das hat auch nicht so gut gedeckt. Ja, das ist Watte definitiv. Das ist kein Schimmel, das ist Watte. Aber das hat gar nicht so gut gedeckt. Und das ist auch immer verschmiert. Da hatte ich richtig Nervenzusammenbrüche mit. Nee, ich glaube, das Clown White, das haue ich auch weg, weil die wasseraktivierten Farben von Maron, da ist ja auch ein Weiß mit dabei. Und hier habe ich ja auch noch ein Weiß, wenn ich mal irgendwie was brauche. Von daher. So, dann haben wir das ja eigentlich auch alles schon. Krass. Das hier will ich eigentlich gar nichts aussortieren. Das Einzige, was ich hier aussortieren würde in diesem Rad hier, wäre mein Schmuck, der ganz oben drauf liegt. Aber ansonsten, das sind alles Pigmente und Glitzer, das würde ich überhaupt nicht aussortieren. Ja, hier sind so Scheren und Augenbrauenrasierer und sowas drin und dann ist für Wimpern aufkleben. Oh, mein Goldspray von Anastasia Beverly Hills, was so zitroniges für die Haare, weil ich habe gelbe Haare und schwarze kleine Käfer. Die mögen das im Frühling sehr. Hier ist noch Parfüm. Das ist tatsächlich Nagelpflege und Lippenpflege und
Pigmente und Glitzer. Das ist auch Nagelpflege. Das kann ich mit hier. Der Pinselreiniger. Und noch mehr Glitzer. Und hier oben ist der Schmuck. Und das Einzige, was ich hier aussortieren würde, wäre echt mein Schmuck. Aber das ist heute nicht dran. Und dann müsste ich hier quasi nur noch so ein bisschen oberflächlich aufräumen. Und dann haben wir auch Schein nachher. So Leute, das war's mit meiner Schminksammlung und meinem Make-up-Aussortier-Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Ich versuche jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig Content zu posten, auch in die Make-up-Richtung. Also wenn ihr euch für Make-up interessiert, ist das auf jeden Fall der richtige Kanal für euch. Dann würde ich sagen, folgt mir gerne auch auf Instagram und auf TikTok und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!